Wenn die AfD agitiert, dann muss man über sie aufklären zunächst, aber man kann nicht mit ihr aufklären. Und bei Hayek wird ganz klar gesagt, die Gewerkschaften sind ein Problem und entsprechend muss der Staat sie bekämpfen. Dagegen muss man sagen, ja, aber trotzdem kann man sich ja Utopien entwerfen. Und wenn so ein Projekt einmal gescheitert ist, heißt es ja nicht, dass es ein zweites Mal scheitern wird. Und es muss auf keinen Fall alles über den Staat laufen. Auch ein Staat ist, die Aufhebung des Staates ist durchaus auch denkbar. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin Jan, der Kameramann, und war für euch am Donnerstag an der Universität Hamburg. Dort hielt Björn Oehlers einen Vortrag zum Thema Neoliberalismus und die AfD. Die Veranstaltung wurde von der Marxistischen Abendschule organisiert. Im Vortrag ging es um die angeblich autoritären Züge in Hayeks Lehren und den Zusammenhang zu völkischem Denken. Wir wollten mehr wissen und haben Oehlers um ein Interview gebeten, das ihr jetzt seht. Hallo Björn Oehlers, ich fange direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, magst du vielleicht einmal erklären für unsere Zuschauer, was ist eigentlich Neoliberalismus? Der Neoliberalismus ist zunächst eine akademische Lehrmeinung, die in den 1920er und 1930er Jahren entstanden und anschließend entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Ausrichtungen, unter anderem den Neoliberalismus à la Hayek, der sehr stark für eine Wettbewerbsordnung eintritt. Es gibt den Ordoliberalismus deutscher Prägung, es gibt aber auch die sogenannte Chicago School unter Milton Friedman, die eben eher fiskalische Sachen vertreten. Und alle diese Sachen, Lehrmeinungen, muss man sagen, fallen unter den Begriff Neoliberalismus. Was haben der Neoliberalismus und die AfD gemeinsam? Zum einen bezieht sich die AfD in ihren Programmen explizit auf neoliberale Theoretiker und auch Politiker und bekennt sich dazu. Zum anderen bekennt sie sich zu Wettbewerb, zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch, zu einem gleichen Recht für alle, zu ökonomischen Beziehungen, auch international, zur Öffnung von Märkten. Das sind eindeutig neoliberale Elemente. Inwiefern ist der Neoliberalismus gefährlich oder sollte man ihn kritisch sehen? In der neoliberalen Lehre kommen verschiedene Elemente vor, die als kritisch anzusehen sind. Bei Hayek lässt sich das sehr gut zeigen. Zum einen ist es ein Bekenntnis zu Eliten. Es muss Eliten geben, es muss Führende geben und Geführte. Es muss einen freiwilligen Konformismus geben, wie er das nennt. Das heißt, die Menschen haben sich anzupassen, nämlich an die Marktverhältnisse. Und wer sich an die Marktverhältnisse nicht anpasst, dem gilt Hayek als, er nennt das selber so, sozialer Schmarotzer. Nun hast du auch in deinem Vortrag darüber geredet, dass Hayek, wenn es jetzt darum geht, um Menschen, die sich nicht anpassen wollen, die eben nicht dieser freiwilligen Konformität nachgehen wollen, dass diese Menschen einem gewissen Denkverbot auch unterlegt werden sollen. Kannst du das vielleicht noch einmal erläutern? Also grundsätzlich gelten diejenigen, die nicht mitmachen, die sich nicht dem Wettbewerb fügen und auch nicht versuchen, sich anzupassen, die also keine freiwillige Konformität zeigen, die gelten Hayek eben als soziale Schmarotzer, die ihre Rechte auf Ansprüche verloren haben. Und das heißt, es werden Menschen sortiert nach denen, die ökonomisch verwertbar sind und denen, die nicht ökonomisch verwertbar sind. Das zeigt sich auch in der Struktur der Agitation bei der AfD, wo es um die Menschen geht, die hier Asyl suchen, aus verschiedenen Gründen, und denen gegenüber die AfD sagt, das sind alles Armutszuwanderer, sie wollen eigentlich nur in die Sozialsysteme einwandern, sind aber grundsätzlich für den Wettbewerb nicht zu gebrauchen und haben auch kein Recht darauf, weil sie eben nichts beigetragen haben. Um nochmal auf das Denkverbot zurückzukommen, spricht Hayek davon, dass also fordert Hayek eine Art staatliches Verbot oder wie genau sieht es damit aus? Und wir reden wir hierbei über Menschen, die diesen Rationalismus nicht als etwas ansehen, was eigentlich nicht möglich ist, also als die nicht der Meinung sind, dass die Gesellschaft nicht zu verstehen ist, sollten diese Menschen laut Hayek einem Denkverbot unterlegt werden? Also diese Verbote finden sich bei Hayek in der Form, dass er sehr stark gegen Organisationen beispielsweise agitiert, die für andere Ideen eintreten, nämlich nicht für gesellschaftskonforme, die Ideen vertreten wie soziale Gerechtigkeit,
Und gegen die soll es gehen. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Organisationen nicht zur Kraft kommen und auch nicht prägend werden für die Gesellschaft. Allen voran nennt Hayek da die Gewerkschaften. Denn jede Gewerkschaft muss eigentlich von der Tradition her sich auf die Idee der sozialen Gerechtigkeit beziehen. Und bei Hayek wird ganz klar gesagt, die Gewerkschaften sind ein Problem und entsprechend muss der Staat sie bekämpfen. Nun wurde Hayek ja mit zunehmendem Alter immer kritischer gegenüber dem Wohlfahrtsstaat. Was würdest du sagen? Wie würde er, wenn er sich jetzt die Situation in Deutschland anguckt, wie würde er diese Situation bewerten? Also wir haben ja einen recht stark ausgebauten Sozialstaat. Wie würde er diese Situation bewerten? Da kann ich nichts zu sagen. Das tatsächlich. Gut. Die Frage, inwiefern das, was heute in Deutschland an Politik vorhanden ist und auch in den letzten 20 Jahren gemacht wurde und darüber hinaus von Hayeks neoliberaler Lehre geprägt ist. Und da kann man Sachen nehmen wie die Hartz-IV-Gesetzgebung, die eindeutig ein neoliberales Element ist und die durch die rot-grüne Bundesregierung zustande gekommen ist. Da findet sich das Element beispielsweise, dass derjenige, der Hilfe bedarf, darlegen muss, warum er der Hilfe bedarf. Und er muss gegen den Staat sozusagen einklagen, dass er Unterstützung bekommt. Vorher war das Prinzip jedoch umgekehrt. Da hatte der Mensch ein Recht auf diese Unterstützung und gegebenenfalls musste der Staat sagen, warum es nicht funktioniert. Also es war ein Recht, auf das man pochen konnte und jetzt ist es eher zu einer, ich würde mal sagen, Bittstellung geworden. Und dieser Wechsel von dem einen Verständnis zum anderen, das markiert auch den Wechsel in den neoliberalen, des Antritts der neoliberalen Gehalte in der Bundespolitik. Der jedoch, wie ich ergänzen muss, schon weiter zurückliegt. Also mit Helmut Kohl Anfang der 80er hat er seinen Siegeszug angetreten und Ende der 90er durch die rot-grüne Regierung war schon viel Vorarbeit geleistet worden. Hat Kohl denn direkt auch umgesetzt, was neoliberale Volkswirtschaftler gesagt haben oder gefordert haben? Zum einen findet sich in seinen Reden, also er spricht von der sozialen Hängematte und auch um ihn herum wurde von sozialen Schmarotzern gesprochen, also die Agitation war da. Tatsächlich fand auch ein Sozialabbau statt in den 80ern, der sich zum Beispiel im Sinken der Sozialquote gezeigt hat. Das ist prozentual messbar und das gehört zur Helmut Kohlschen Regierungspolitik. Heutige Vertreter von Hayek würden jetzt sagen, wenn sie die Situation in Deutschland betrachten, dass wir auch eine sehr hohe Steuer- und Abgabenlast haben in Deutschland und würden insofern, vermutlich eher, sind insofern unzufrieden, sehen den Neoliberalismus oder was man als ihre Theorie eben bezeichnet, nicht umgesetzt. Was würdest du dazu sagen? Aus neoliberaler Sicht mag das so scheinen. Also es lassen sich bestimmt noch viele Elemente umsetzen, die der neoliberalen Lehre entsprechen und noch nicht umgesetzt sind. Es gibt noch zu viel Sozialstaat, es lassen sich die Sätze für Hartz IV weiterhin senken, weitere Regelungen. Andererseits müsste man sagen, es gibt noch ganz viele Marktregelungen staatlich organisiert, die müssten eigentlich auch aufgehoben werden. Wenn Hayek gegen Monopole wettert, dann meint er damit die Gewerkschaften, weil sie aus seiner Sicht ein Arbeitsmonopol etablieren und dafür kämpfen. Wenn man aber gegen Monopole tatsächlich konsequent wäre, müsste man genauso gut die Arbeitgeberverbände auflösen, denn diese stellen auch ein Monopol dar oder haben monopolistische Strukturen, um es etwas weicher zu formulieren. Aus neoliberaler Sicht wäre sowas, wenn man es konsequent nähme, zu beseitigen. Ist denn der Neoliberalismus überhaupt eine homogene Strömung? Also wenn man sich mal anschaut, es gab eine Tagung bei der Mont-Pèlerin Society zwischen Milton Friedman und Ludwig von Mises von der österreichischen Schule. Und Friedman ist ja bekanntlich der Chicagoer Schule zugeordnet. Und Mises hat dann die Tagung verlassen mit den Worten "You're all a bunch of socialists". Also die Frage, ist der Neoliberalismus eine homogene Strömung? Nein, ist er nicht. Ich meine, bei dem Beispiel von Milton Friedman kann man festhalten, offenbar ist Socialist ein Schimpfwort für ihn. Ich glaube, da werden sich alle einig. Das gilt, den Sozialismus abzulehnen, da zu der Zeit, als da diese Debatten sehr stark waren zwischen dieser Chicagoer Schule und anderen, muss man auch mitbedenken, es gab einen Systemgegensatz. Es gab also ein Feindbild, es gab den Osten. Und da war man sich einig, da ist man dagegen. So, das beinhaltet trotzdem, dass man unterschiedlicher Auffassung sein kann, beispielsweise wenn es um die Wettbewerbsordnung geht.
Aber bisweilen sind die Unterschiede gar nicht so groß, wie sie denn scheinen, insbesondere wenn man den Aussagen einzelner Vertreter neoliberaler Richtungen glaubt. Wann kann man sagen, dass wir keinen Neoliberalismus mehr haben? Also wir stellen uns eine Gesellschaft vor, in der gewisse Veränderungen, die eben gegen den Neoliberalismus angehen, sich vollziehen. Und die Frage ist nun, wie weit müssten diese Veränderungen und welche wären das? Das ist vielleicht noch meine zweite Frage. Wie weit müssen diese Veränderungen gehen, dass wir keinen Neoliberalismus mehr haben? Wenn wir im Sozialismus leben oder schon früher? Die Frage wäre laut Hayek ja verboten. Man darf ja sich nicht eine andere Gesellschaft ausdenken und dann gegebenenfalls sogar dafür eintreten. Die Frage richtet sich auf eine Utopie. Da kann ich eigentlich nur mit einem Bonmot von Adorno antworten, dass dann erst die Verhältnisse aufgehoben wären, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Kann man das also nicht konkret ausformulieren, wie das so etwas erreicht werden kann? Wenn man das jetzt im politischen Vokabular oder wirtschaftspolitischen Vokabular ausdrücken möchte? Oder an einer Größe wie zum Beispiel Steuerabgabenlast, Staatsquote oder Ähnliches? Nein, der Neoliberalismus ist nicht nur eine akademische Lehrmeinung, so wie ich das am Anfang formuliert habe, sondern heutzutage muss man sagen, es ist auch der in Worte formulierte Zeitgeist. Es prägt eine ganze Epoche. Eric Hobsbawm hat gesagt, die Epoche der Wirtschaftstheologie. Und eine solche Epoche geht nicht von heute auf morgen zu Ende und kann also über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, noch prägend sein. Das zeigt sich ja selber schon am Begriff Neoliberalismus, der auf den Liberalismus Bezug nimmt und der auch schon längere Zeit zurückliegt. Diese Elemente, die vorhanden sind, insbesondere die Persönlichkeitskonstitutionen, also die spezifische Charakterform von Menschen, die in dieser Epoche mitprägend ist, die wird sich nicht so schnell ändern. Das wird schon eine Weile dauern. Es kann durchaus keynesianisch orientierte oder vielleicht auch anders genannte, mit Namen genannte, die wir noch nicht kennen, Bundesregierung oder überhaupt Regierung geben und eine Politik geben. Da wäre dann mehr Richtung soziale Ungleichheit was vorhanden. Aber ich denke, diese Elemente, wie sie jetzt ausgeprägt sind, dieses Denken gegeneinander, dieses Denken in wer ist brauchbar, wer ist nicht brauchbar, das wird noch einige Zeit existieren. Nun hast du ja gesagt, eine Gesellschaft, die kann man sich nicht ausdenken, würde zumindest Hayek sagen. Aber nun gibt es ja Menschen, die sich Gesellschaften ausdenken und die eben Utopisten zum Beispiel sind oder Ähnliches. Und ich würde gerne noch einmal eine ganz konkrete Frage stellen. Und zwar, kann man sich denn eine Gesellschaftsform vorstellen, in der man eine Steuer- und Abgabenlast hat, die 70, 80, vielleicht 100% beträgt, und die man trotzdem neoliberal noch nennen könnte? Ist so etwas überhaupt denkbar? Ich denke, das wäre denkbar. Also ohne es jetzt konkret und umfassend entwerfen zu können, wäre das ja nur ein Element, diese Steuerpolitik. Es ließe sich auch aus neoliberaler Sicht dafür argumentieren, eine solche Steuerpolitik zu machen, durchaus. Aber es müssten eben andere Elemente vorhanden sein. Und von daher lässt sich da keine eindeutige Trennung machen von neoliberaler Politik im Vergleich zu in 20 Jahren, wie es aussehen müsste, wenn es nicht mehr neoliberal wäre. Also es ist eher eine Frage, was eine Epoche prägt. Wenn in 20 Jahren eine andere Theorie maßgeblich die Politik prägt, dann könnte man sagen, ja, eine andere Bezeichnung ist gerechtfertigt. Insofern könnte man auch eine Differenz ziehen zur heutigen Zeit. Aber dann wären immer noch nicht auf allen Gebieten, denke ich, die neoliberalen Elemente fallen gelassen. Wer oder was ist eigentlich der Markt? Also ein Unternehmer, der das Privateigentum an Produktionsmitteln hat, ist zwar im rechtlichen Sinne Privateigentümer, aber man könnte einwenden, dass im wirtschaftlichen Sinne eigentlich die Konsumenten die Eigentümer sind, weil sie durch ihre Kaufkraft bestimmen, ob der Unternehmer sein Geschäft so weitermachen kann. Und insofern die Frage, wer oder was ist eigentlich der Markt? Sind das die Konsumenten oder wer ist das eigentlich? Der Markt ist ein gesellschaftliches Verhältnis, was durch die Beteiligung der Einzelnen, aber hinter dem Rücken der Einzelnen funktioniert. Das ist eine Formulierung von Marx, dass es hinter den Rücken der Menschen sich durchsetzt. Es ist ein unbewusstes gesellschaftliches Verhältnis. Um nochmal auf die Formel Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Individualismus zurückzukommen, wie muss man sich eigentlich zu dieser Forderung nach Eigenverantwortung stellen? Man könnte jetzt polemisch fragen, wer kann eigentlich besser über die eigenen Angelegenheiten entscheiden, man selbst oder Politiker?
Gute Frage. Also grundsätzlich kann der Mensch das selber. Die Frage ist nur, wie er es macht. Es gibt bestimmt viele Menschen, die sagen, sie können die Eigenverantwortung wahrnehmen, orientieren sich aber gar nicht an sich selbst, sondern wiederum an anderen Dingen, an Eliten beispielsweise, und bezeichnen das dann als Eigenverantwortung. Da kann man dann nicht wirklich davon sprechen, dass dieser Mensch frei wäre. Die Frage ist, inwiefern ein Bewusstsein auch dafür vorhanden ist, was das eigene denn sein kann, also was den Menschen denn tatsächlich ausmacht und wie frei dieses Selbst bestimmt ist. Nun hast du auch angesprochen die Agenda 2010, also unter Gerhard Schröder, in dem es nämlich darum geht, um die Leistungsnachweise, die ein Arbeitssuchender erbringen muss, und was du jetzt im Kontext des Neoliberalismus erwähnt hast. Ist das grundsätzlich abzulehnen, einen Leistungsnachweis zu haben auf Arbeitssuche? Oder was genau ist daran dieser neoliberale Punkt, der dich stört, dieser Agenda 2010 bezüglich Leistungsnachweis? Grundsätzlich ablehnen kann man das. Warum sollte ich einen Leistungsnachweis machen? Warum sollte ich beweisen müssen, dass ich etwas leiste? Und worin besteht die Leistung? Das kann man ja gar nicht genau definieren nach, ich sage mal, vernünftigen Maßstäben. Zu leisten etwas in dieser Kategorie, also im Sinne dieser Gesetzgebung, heißt ja, man orientiert sich am Markt, man verkauft sich, man schreibt Bewerbungen, man nimmt an Bewerbungsgesprächen teil, man nimmt an Schulungen teil, die vermeintlich Fähigkeiten vermitteln und fördern sollen, die am Markt gefragt sind. Wenn sowas unter Leistung verstanden wird, ja, dann ist es ein Leistungsnachweis. Aber es gibt nun mal auch andere Sachen, wo man fragen muss, also was haben wir denn eigentlich davon, dass Leute auf Biegen und Brechen Arbeitsstellen annehmen müssen, die schlecht bezahlt sind, die schlecht für ihre Gesundheit sind, schlecht für ihr Leben sind. Das fällt dann unter Leistung, aber es wäre ja eine Leistung, wo ich sagen würde, nein, das muss man eindeutig nicht annehmen. Und ich finde, es ist genug gesellschaftlicher Reichtum da, der ermöglicht, dass wir leben können, ohne dass wir alle einem Leistungsdiktat unterstehen. Aber diese Menschen, die jetzt diesen Leistungsnachweis erbringen sollen, haben ja auch im Gegenzug etwas bekommen dafür. Also ein Hartz IV jetzt in dem Fall. Man kann sich natürlich jetzt über die Höhe streiten und so weiter. Es geht jetzt eher so auf, ich meine das jetzt eher auf einer mehr, sage ich mal, moralischen Ebene. Also der eine bekommt bedingungslos ein Einkommen und ist man insofern nicht auch in gewisser Weise verpflichtet, demjenigen, der Geld freiwillig oder unfreiwillig, weil er das über die Steuerabgaben macht, in irgendeiner Form sich erkenntlich dafür zu zeigen? Oder muss es dafür andere Wege geben als einen Leistungsnachweis? Oder soll man eben ein bedingungsloses Grundeinkommen vergeben? Ja, es gibt da eben diese Veränderung von der alten Sozialgesetzgebung zur neuen. Vorher war es ein Recht. Und das Recht beinhaltete auch, dass vom gesamtgesellschaftlich produzierten Reichtum auch alle profitieren sollen. Und wenn jemand gerade keine Arbeit hat, obwohl er arbeiten möchte, soll er trotzdem vom Reichtum profitieren und er soll ein gutes Leben führen können und hat ein Recht dazu. Jetzt, wenn wir Leistungsnachweise erbringen müssen, müssen wir praktisch beweisen, dass wir ein Anrecht darauf erst erwirken, etwas zu erhalten. Aber im Kern geht es eigentlich nur darum, dass wir beweisen, dass wir gerne am Markt uns orientieren und eine Arbeitsstelle suchen. Und da spielt auch keine Rolle, ob es eine gute Arbeit ist oder ob sie gut bezahlt ist. Notfalls wird ja von der Behörde dann entsprechend noch werden Zuschüsse gezahlt bei schlechten Arbeitsverhältnissen. Es sind ja auch einige Millionen, die im Jahr da fließen, wo also schlecht bezahlte Arbeitsstellen subventioniert werden durch unsere Gelder, wenn man dieses uns mal unterstellt. Und da wird ja nicht nachgefragt. Also wo liegt da die Leistung, dass jemand Menschen zu schlechten Bedingungen beschäftigt, dafür auch noch Steuergelder kassiert? Und da wäre ja eher die Frage zu stellen, warum soll dieser Mensch Steuergelder kriegen, warum soll er nicht erstmal ordentliche Löhne bezahlen? Und das wäre gesetzlich machbar, zu sagen, es gibt einen Mindestlohn, von dem alle leben können, das sind eben nicht 8, 9 oder 10, auch keine 12 Euro, das müssen mindestens 20, 24 Euro sein, damit man heute davon leben kann. Das wäre zum Beispiel eine Forderung, die sich da anschließe, wo ich denke, da könnte man kleinere neoliberale Elemente auf jeden Fall aufheben. Wie kann es sein, dass Linke immer die Demokratie hochhalten als einen Wert, aber wenn man dann mal schaut in den USA, da wird ein Trump demokratisch gewählt oder die AfD und die Wähler werden dann als dumm und unmündig dargestellt. Sollte man die Demokratie überdenken? Überdenken, ja,
Demokratie ist kein Selbstzweck und auch keine ewige Einrichtung. Das kann man sich auch an den Ursprüngen angucken, also von Demos, das Volk und demokratischen Elementen im alten Griechenland, die existierten auf Grundlage einer Sklavenhaltergesellschaft. Das wäre anders nicht denkbar gewesen. Also die Polis, die existierte, oder die zwischenzeitlich an die 1000 Polis, die existierten in Griechenland, mit unterschiedlichen demokratischen Strukturen, basierten alle eben auf dieser Art der Ökonomie. Und das heißt, es waren Leute freigestellt, die sich miteinander befassen konnten, Entscheidungen fällen konnten, auf Grundlage dessen, dass sie andere ausbeuteten, um die Zeit zu haben, überhaupt diese Entscheidungen treffen zu können. Und heute haben wir andere Verhältnisse, gar keine Frage. Dieser historische Rückblick soll eigentlich nur zeigen, dass man das nicht als Selbstzweck sehen kann und dass eine Demokratie natürlich permanent kritisiert gehört, aber nicht in einer Wirkung und Absicht, wie die AfD das gegebenenfalls macht, die ja eher, denke ich, eine Elitenherrschaft möchte und eben keine Demokratie. Kann man sich vorstellen, dass der Sozialstaat auch möglich ist, freiwillig? Also wenn man sich mal anschaut, die Mehrheit der Menschen hat ja die Ansicht, dass es wichtig ist, anderen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer gerade benachteiligt sind, zu unterstützen. Und wählen entsprechend auch Parteien, in den meisten Fällen, die für diese Ziele eintreten. Und könnte man dann nicht sagen, wenn der Sozialstaat nicht vorhanden wäre, dann würden die Menschen trotzdem, weil die Menschen eben sozial sind, würden Spenden machen, würden freiwillig Hilfsorganisationen gründen. Und da könnte sich dann auch nach einem Wettbewerbsprinzip auch unter den verschiedenen Hilfsorganisationen verschiedene Prinzipien herausbilden, beispielsweise auch was Leistungsnachweise betrifft, dass manche Hilfsorganisationen sagen, ihr gebt uns Geld und die verlangen aber von denjenigen, die das Geld bekommen, keinen Leistungsnachweis, während andere sagen, okay, wir verlangen einen. Ist so etwas realistisch oder ist das völlig utopisch? Müssen wir unbedingt am Zwangssozialstaat festhalten? Nein, also wir müssen nicht am staatlichen Zwang festhalten. Grundsätzlich sind auch andere Formen des Zusammenlebens denkbar. Und es ist auch wichtig, darüber nachzudenken und sich Utopien zu entwerfen. Immer mit dem Gedanken, aber im Hinterkopf, dass es Utopien sind. Es sind eben keine Sachen, die existieren, und Utopien immer auch Projektionsflächen sind von Wünschen und Bedürfnissen, über die wir uns vielleicht gar nicht klar sind und die, wenn sie uns klar werden, wir vielleicht auch gar nicht so gut finden. Das liegt nun mal im heutigen gesellschaftlichen Verhältnis, dass viele Dinge unbewusst sind und wir auch entsprechend Gedanken äußern, Gefühle haben, die uns nach und nach erst klar werden und die dann auf eine solche Utopie projiziert werden. Grundsätzlich sind andere Gesellschaftsentwürfe denkbar und es ist auch wichtig, darüber nachzudenken und es ist auch wichtig, darüber zu streiten, welche denn nur existieren und wie man gegebenenfalls dahin kommt. Und es muss auf keinen Fall alles über den Staat laufen. Auch ein Staat ist, die Aufhebung des Staates ist durchaus auch denkbar. Haben wir jetzt gerade eine Konzession gegenüber Hayeks Neoliberalismus gemacht, wenn wir sagen, den Sozialstaat, der ist vielleicht gar nicht so notwendig? Nein, weil das nicht so gemeint ist, wie Hayek es meint. Denn Hayek will den Kapitalismus aufrechterhalten. Ich denke, wenn wir uns darüber unterhalten, ob der Staat oder auch der Sozialstaat aufgehoben wird, dann würden wir auch das unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen verstehen, eben unter nicht kapitalistischen Verhältnissen. Du hast in einem Interview das wurde auf einem YouTube-Kanal hochgeladen von The Nocturnal Times, das ist, glaube ich, ein Kanal von der Antifa, und da hast du über die AfD geredet und da hast du gesagt, dass man nicht mit der AfD reden soll, sondern über sie. Nun ging ja aus deinem Vortrag hervor, dass die Argumente der AfD im Prinzip sehr schwach sind. Und warum kann man dann nicht mit diesen Menschen diskutieren? Warum kann man sie dann nicht sozusagen bloßstellen, indem man sie zu einer Diskussion einlädt und ihnen dann einfach sagt, aus diesen und diesen Gründen sind eure Argumente einfach extrem schwach? Was ich in dem Interview gemeint habe, das war ein Interview mit Radio Korax eigentlich, was ich gemeint habe, ist, dass die AfD nicht auf rationale Argumente setzt, sondern sie schürt ganz gezielt Ressentiments und also eine gefühlte Abneigung gegen etwas. Und in einer Debatte kann man Ressentiments nicht widerlegen. Das widerspricht einfach der Natur der Sache. Wenn etwas angesprochen wird wie eine Persönlichkeitskonstitution, unbewusste Gefühle an das Unbewusstsein, das kann man nicht, zumindest nicht in nicht therapeutischen Situationen, kann man das nicht rational widerlegen. Und das ist das, was ich meinte. Wenn die AfD agitiert, dann muss man über sie aufklären zunächst
aber kann nicht mit ihr aufklären. Das ist auch also vielfach gescheitert im Fernsehen. Da muss man auch sagen, waren die Leute nicht gut vorbereitet. Es gibt bestimmt auch fittere Leute, die dann auftreten können. Es macht aber keinen Sinn, eine Veranstaltung zu organisieren, jemanden von der AfD einzuladen mit dem Ziel, diese Person dann bloßzustellen. Das ist das, was ich meinte, sondern es macht mehr Sinn, über die AfD zu informieren, ihre Irrationalität oder das Unlogische an ihrem Programm oder die Widersprüche zwischen ihrem Programm und ihrem Auftreten aufzuzeigen und somit über sie aufzuklären. Dazu muss ich sagen, die Zeiten ändern sich. Je stärker die AfD wird, desto mehr ist man damit auch konfrontiert, sich mit der AfD auseinandersetzen zu müssen. Sie ist im Bundestag vertreten, schon eine ganze Zeit mittlerweile. Und im Bundestag geht es natürlich schwer, nur über die AfD zu reden, aber nicht mit ihr. Und da hat eben, ich habe das vorhin in meinem Vortrag erwähnt, der Wissenschaftler Christoph Butterwege das beobachtet, wie die AfD auftritt und kam auch zu der Aussage, dass man die AfD unter anderem an ihre Sozialpolitik fassen muss und da aufzeigen muss, für wen sie denn eigentlich Politik macht. Das wäre dann eben, wenn man mit der AfD konfrontiert ist, das wäre im Bundestag. Wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht im Bundestag sitzen und außerhalb durchaus über die AfD aufklären können und müssen, ohne direkt die AfD einladen zu können oder zu müssen. Also ich würde insofern übereinstimmen, dass erstens, zumindest meiner Erfahrung nach, man nie jemanden überzeugen kann in einer Diskussion, sondern man kann höchstens, ich sag mal, einen Samen einpflanzen, der dann hoffentlich zu einem Baum der Erkenntnis wächst, in dem sich der Mensch dann im Nachhinein mit den Argumenten auseinandersetzt. Und das kann eigentlich ja auch nur jeder Mensch für sich im Stillen mit sich selbst verhandeln. Nun ist der andere Aspekt auch, dass man natürlich, wenn man mit Politikern spricht, man spricht eben mit einem Politiker und Politiker haben natürlich auch ihre eigenen Ziele und werden vielleicht nicht ihre persönliche Meinung in einer Diskussion immer sagen wollen. Ich würde trotzdem noch einmal gerne auf diesen Punkt zurückkommen, nämlich wir reden ja hier nicht nur über AfD-Politiker, sondern auch über eben ja ein Fünftel Deutschlands, eben die AfD gewählt haben. Und darunter sind ja auch einige Menschen, die durchaus auch bereit sind zu diskutieren, wenn man sie anspricht. Meine Frage wäre zudem auch, bewegt man sich nicht auch in eine gefährliche Gegenrichtung, wenn man sagt, wir wollen nicht mehr diskutieren? Oder war das jetzt nur auf die Politiker bezogen und nicht auf die Menschen, die AfD gewählt haben? Das war auf Politiker bezogen und bezogen darauf, was für Organisationsformen können wir wählen, um sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Wenn ich eine Podiumsdiskussion organisiere oder eine politische Veranstaltung anderer Art, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, jemanden von der AfD einzuladen. Das schließt aber nicht aus, dass man mit Leuten, die AfD gewählt haben, oder sie gut finden, das geht ja auch nicht unbedingt überein, sich mit denen beschäftigt und mit denen auch diskutiert. Ich denke, da gibt es ein ganzes Spektrum, wie bei verschiedenen anderen Parteien auch, von denjenigen, die also rationalen oder überhaupt Argumenten gar nicht zugänglich sind und denjenigen, also wo man zumindest, du hast es formuliert, einen Keim pflanzen kann, also wo man tatsächlich eine Ebene hat der Auseinandersetzung und durch Argumente auch tatsächlich was bewirkt. Diese Menschen gibt es auch, gar keine Frage. Der Sozialismus wurde ja bereits in einigen Ländern ausprobiert und man hat bisher eigentlich in allen Ländern, ja, ich sag mal, katastrophale Folgen gehabt. Also wie kann es sein, dass zum Beispiel so Linksintellektuelle wie Noam Chomsky in Venezuela, also den demokratischen Sozialismus in Venezuela hochgehalten haben, aber sich jetzt im Nachhinein eigentlich dazu gar nicht mehr äußern wollen. Und das ist ja nun kein einzelnes Phänomen, dass man so etwas beobachtet, dass Intellektuelle den Sozialismus befürworten und dass es dann im Nachhinein zu irgendwelchen ja, unerwünschten Folgen kommt und sich dann nicht mehr dazu geäußert werden möchte. Was würdest du dazu sagen? Zum einen muss man dann Noam Chomsky fragen, was er dazu sagt. Das Phänomen ist, also wir hatten lange Zeit eben einen Systemgegensatz. In Deutschland hieß es dann, geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht passt. Dieser Systemgegensatz besagt ja auch, so gut wie es war oder so schlecht wie es war, es gab eine Alternative zu dem hier. Es wurde natürlich darauf verwiesen, gerne darauf verwiesen, dass es eine schlechte Alternative, so wie es existiert in der DDR oder in Russland. Und deswegen kann man sie nicht wünschen. Das gehörte zur grundlegenden Agitation gegen den Osten. Dennoch hat dann die Gegenseite argumentiert, aber immerhin gibt es einen anderen Versuch. Also der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte. Und dieser Systemgegensatz ist nun verloren gegangen. Deswegen ist es schwerer, auf Alternativen zu zeigen und zusätzlich im neoliberalen Zeitalter
schwierig, überhaupt Utopien zu entwerfen, weil Utopien ja das Böse sind. Sie führen ja in eine Befehlswirtschaft laut Hayek oder sie führen dann eben zu Verhältnissen, wie wir sie im Ostblock hatten, und das ist ja nicht wünschenswert. So ähnlich wird argumentiert. Dagegen muss man sagen, ja, aber trotzdem kann man sich ja Utopien entwerfen. Und wenn so ein Projekt einmal gescheitert ist, heißt es ja nicht, dass es ein zweites Mal scheitern wird. Oder wir versuchen ein anderes Projekt. Auf jeden Fall sind wir nicht am Ende der Geschichte angelangt. Und den Kapitalismus als das Ende zu bezeichnen, ist ein ganz schönes, wie soll ich sagen, ein Armutszeugnis. Es ist ein Mangel an Fantasie auch, muss man da ergänzen. Und da muss man auf jeden Fall darauf pochen, dass andere Gesellschaftsentwürfe möglich sind. Für die muss man kämpfen. Und natürlich kann man nie behaupten, dass es eindeutig ein besserer wird. Aber man kann mit Fug und Recht Gründe anführen, die dafür sprechen, dass es ein besserer werden könnte. Würdest du dem Kapitalismus gegenüber Konzessionen machen, wenn du schon mal zum Beispiel dir anschaust, dass in den letzten 20 Jahren über 2 Milliarden Menschen aus tiefster Armut befreit wurden? Und auch wenn man sich mal anschaut, den heißt, glaube ich, Freedom Index in den Ländern, wo eben die liberalsten Wirtschaftspolitiken vorherrschen, dass es da den Menschen, so suggerieren es die Statistiken, auch am besten geht im Prinzip, dass diese Menschen teilhaben an diesem Wohlstand. Das ist kein Grund, Konzessionen zu machen, wenn damit gemeint ist, die guten Seiten aufzuzeigen. Als Gesellschaftskritiker muss man nicht die guten Seiten aufzeigen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren. Und im Kapitalismus sind das nun mal Verhältnisse, die Arm und Reich produzieren eben, und das nicht nur auf kleiner Ebene, sondern auf globaler Ebene, wo Milliarden Menschen nach wie vor im Elend leben unter schlechtesten Bedingungen, und das gehört mit zum kapitalistischen Verhältnis. Und hat der Kapitalismus oder der Sozialismus bisher bessere Ergebnisse erzielt? Na, der Sozialismus existiert ja nicht mehr in der Form, wie er mal bezeichnet wurde. Zumindest kann man sagen, denke ich, also nach dem, was ich weiß, dass das Armutsproblem nicht so groß war, wie es heute existiert. Das wäre zumindest ein Punkt. Gar keine Frage, sowas, was hier unter Demokratie verstanden wird, also selbst die Mindeststandards waren in vielen Ländern des Ostblocks nicht gegeben. Das wäre auf jeden Fall ein Kritikpunkt, aber auch da kann ich nur sagen, ich muss nicht also mich für oder gegen das eine aussprechen, sondern sagen, was die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, und als Gesellschaftskritiker dann eben eine entsprechende Analyse vorlegen und die Kritik leisten und Menschen und hoffentlich Menschen dazu auch befähigen, dieser Kritik, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Nun hast du heute viel über Hayek gesprochen, aber Hayek wird ja der österreichischen Schule der Nationalökonomie zugerechnet. Hast du dich auch mal mit anderen Ökonomen der österreichischen Schule beschäftigt? Nein, habe ich nicht. Mit Ludwig von Mises, den Namen vielleicht schon mal gehört? Den habe ich gehört, ja. Ich habe mich auch mit ein paar Schriften von ihm auseinandergesetzt, aber nicht in der Form, wie ich es mit Hayek gemacht habe. Das muss ich zugeben. Okay, das waren alle Fragen. Mir fallen keine mehr ein. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Danke für das Interesse.